Hallo, ihr fabelhaften Steinbock-Geborenen und Steinbock-Aszendenten. Herzlich willkommen zu eurem Monatshoroskop Liebe und Leben im September 2018 mit eurer Astrologin Antonia Langsdorf. Auch im September stehen die Sterne sehr produktiv für euch. Es ist kein Problem, mit eurer Arbeit oder mit euren Zielen voranzukommen. Euer Energielevel steigt kontinuierlich, aber ihr müsst euch bewusst Zeit für die Liebe und für das Vergnügen nehmen. Wenn ihr eine ganz persönliche Frage habt, könnt ihr euch gerne für eine Beratung an mich wenden. Ihr erreicht mich über mein Kundentelefon oder meine Homepage und beides verlinke ich unten in der Videobeschreibung und auf der Infokarte hier. Bald geht die Sonne ins Zeichen Waage, Zeichen der Schönheit und der Geschenke. Deshalb gibt es in meiner Verlosung diesmal eins meiner Sternzeichen-Kolliers zu gewinnen. Mit dem alchemistischen Originalsymbol des Zeichens Steinbock, wie ich es hier trage. Ihr könnt euch aber auch ein anderes Sternzeichen aussuchen, wenn ihr es weiter verschenken wollt. Und wie ihr an der Verlosung teilnehmt, erfahrt ihr am Ende des Videos. Also bleibt dran. Jetzt schauen wir in die Sterne für den September. Ausführliche Informationen zu euren längerfristigen Tendenzen findet ihr in meinem Jahreshoroskop, einmal als Video oder auch in meinem Buch zum Nachlesen. Und das Jahrbuch und das E-Book gibt es jetzt zum halben Preis. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Da solltet ihr euch auf jeden Fall schlau machen, denn Saturn und Pluto befinden sich noch über mehrere Jahre im Steinbock und das ist ein sehr starker und nachhaltiger Einfluss. Im Jahreshoroskop habe ich das ausführlich beschrieben und gedeutet und ihr erfahrt auch, welche Geburtstagskinder wann die Aspekte empfangen. Auch im September wirken zwei wichtige Aspekte mit Saturn für euch. Zum einen ein konstruktiver Aspekt zu erneuerer Uranus. Dadurch könnt ihr neue Ideen und Impulse gut umsetzen. Weiterhin gilt aber auch die schwierige Spannung hier von Saturn zu Chiron. Und die bedeutet, dass ihr zwischendurch gefordert seid, euch um einen nahestehenden Menschen zu kümmern, der erkrankt ist. Oder auch, dass ihr selbst mit wiederkehrenden Zipperlein zu tun habt, die euch an euren schon bekannten Schwachstellen plagen. Und diese beiden Aspekte empfangen alle, die in den ersten Tagen des Steinbocks Geburtstag haben. Ihr spürt den Einfluss aber auch, wenn ihr andere Planeten im Horoskop auf 0 bis 5 Grad Steinbock, Widder, Krebs oder Waage habt. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, würde sich eine Beratung lohnen. Oder ihr nehmt teil an meinem Webinar Antonias Sterne. Da können wir das auch nachschauen. Aktuell geht der Monat recht gut los. In der ersten Septemberwoche stehen die Sterne günstig für Verhandlungsgespräche im Beruf oder mit eurem Banker. Vielleicht erhaltet ihr auch einen echten nützlichen Finanztipp. Fest liierte Steinböcke können in der Zeit über gemeinsame Anschaffungen und finanzielle Vorhaben reden. Und das kann zu innigen Momenten führen. Am 4. und 5. September solltet ihr euch möglichst Zeit für sinnliche Momente nehmen. Die Sonne steht in der Jungfrau günstig für euch in eurem kosmischen Haus des Fernwehs und der Bildung. Falls ihr noch nicht in Urlaub wart, ist die Zeit bis zum 22. September dafür sehr gut geeignet. Auch wenn ihr berufsbedingt eine Fortbildung vorhabt, steht die unter guten Sternen. Ab dem 6. September geht auch der Merkur in die Jungfrau und am 9. September haben wir dort den Neumond. All das verstärkt eure guten Reise- und Bildungstendenzen. Ihr könnt die Neumond-Meditation dafür nutzen, Reisepläne zu machen und auch neue Bildungsprojekte zu planen. Wenn ihr selbst in einem Lehrberuf oder als Coach tätig seid, ist das ein super Neumond, um über eure nächsten Seminare und Vorträge nachzudenken. Eingebunden in die Konstellation ist der Neptun und das macht euch fantasievoll und hilft euch, vorübergehend vom Boden der Realität abzuheben und wirklich große Träume zuzulassen. Und mit der Power von Saturn und Pluto in eurem Zeichen werdet ihr wahrscheinlich mehr davon umsetzen können, als ihr denkt. Und bis zum 11. steht ja auch noch der Mars ganz am Ende Steinbock. Das spüren vor allem die letzten Januarsteinböcke als eine große Kraft. Und an diesem Neumondtag passiert noch ein wichtiger Zeichenwechsel. Die Venus geht dann in den Skorpion und steht dann günstig in eurem Freundschaftshaus. Sie lenkt die Energie praktisch bis zum Jahresende auf Themen rund um eure Freundschaften und Businesskontakte. Sie wird im Oktober rückläufig werden und bis Mitte November im Skorpion bleiben und dann nochmal den Dezember über. Für Singles heißt das auch, dass sie über Kontakte von Freunden jemanden kennenlernen können. Vielleicht aber auch, dass sie sich in jemanden verlieben, mit dem sie bereits befreundet waren.
Vom 9. bis zum 18. September bildet die Venus allerdings erstmal ein paar zickige Aspekte. Da müsst ihr dann drauf gefasst sein, dass es vielleicht zu Dissonanzen in eurem Freundeskreis kommt. Mit Lilith und ab dem 11. September auch Mars in eurem Geldhaus kann es dabei ums Geld gehen. Ich würde euch davon abraten, Freunden Geld zu leihen oder euch selbst Geld bei Freunden zu leihen. Das kann zu Problemen führen, zumal ihr mit Lilith im Geldhaus eigentlich finanzielle Unabhängigkeit anstrebt. Ihr könnt euch dazu auch nochmal mein Special ansehen, kreativ, wild und frei, Lilith im Wassermann. Ab dem 19. legt sich dann diese kosmische Spannung langsam wieder. Und am 23. September morgens um 3.54 Uhr betritt die Sonne das Zeichen Waage und läutet damit den Herbstbeginn ein. Für euch geht sie dann ins Sonnenhaus der Karriere in Begleitung von Merkur und aktiviert in den kommenden 4 Wochen euren beruflichen Tatendrang und eure Karrierevorhaben. Am 25. September haben wir dann den Vollmond in den Zeichen Widder und Waage und der fällt auf eure Entwicklungsachse und bezieht das Familienthema mit ein. Das kann ein Schlaglicht auf gewisse Frustrationen werfen, wenn sich eure Karrierevorhaben und eure persönlichen und häuslichen Pflichten nicht unter einen Hut bringen lassen. Möglich auch, dass Familienmitglieder in diesen Tagen protestieren, weil sie nicht genug Aufmerksamkeit von euch bekommen. Wenn ihr fest liiert seid, dann solltet ihr euch in den Tagen nach dem Vollmond wirklich mal Zeit für die Liebe und erotische Momente nehmen, damit die Zweisamkeit nicht zu kurz kommt. Das waren eure Konstellationen im September. Wenn ihr eine persönliche Frage zu einem bestimmten Anliegen habt, könnt ihr euch gern für eine Beratung an mich wenden. Ruft einfach auf meinem Kundentelefon an oder schaut auf meiner Homepage vorbei. Alle Infos dazu findet ihr auf der Infokarte hier und in der Videobeschreibung. Mein nächstes Webinar, Antonias Sterne, ist am Samstag, den 1. September 2018 um 17 Uhr und anschließend ist wieder ein Termin am Freitag, den 5. Oktober um 17 Uhr. Und da könnt ihr mir dann immer eine Frage zu eurem persönlichen Horoskop stellen. Im September beginnt ja die Zeit der Waage, Zeichen der Schönheit und der Geschenke und deshalb gibt es in meiner Verlosung diesmal eins meiner Sternzeichen-Kolliers zu gewinnen. Und wenn man es trägt, sieht es so aus. Jedes Collier zeigt das alchemistische Originalsymbol des Tierkreiszeichens und wurde nach meinen eigenen Entwürfen gestaltet. Und das könnt ihr zum Beispiel verschenken oder euch selbst damit schmücken. Und so nehmt ihr an der Verlosung teil, postet mir hier einen netten Kommentar und abonniert meinen Kanal. Ich finde es auch super, wenn ihr meine Videos auf Facebook teilt, so dass sich eure Freunde auch über die Botschaft der Sterne informieren können. Zum Abonnieren einfach hier klicken, dann seid ihr bei der Verlosung dabei und ihr erfahrt dann auch automatisch, wann ich neue Videos hochlade. Zum Schluss möchte ich euch noch meine Video-Specials empfehlen über Lilith im Wassermann, Uranus im Stier, Chiron im Widder oder Saturn im Steinbock. Ich wünsche euch alles Gute mit den Sternen.